Karl Gustav Karus, eine Rügenreise im Jahre 1819. Die sinkende Sonne mahnte aber zur Abfahrt, und so schifften wir nun, während die leuchtenden Farben der Abendsonne mit Gold und Violett die Wellen überzogen, nach Mönchgut hinüber. Ein Seehund tauchte ein paar Mal unweit unseres Bootes aus den Wellen und verschwand ebenso rasch, erhöhte aber doch durch sein Erscheinen das Neue dieser heitern Fahrt. Es begann bald nach der Landung zu dunkeln, und wir hatten einige Mühe, den Weg nach Middelhagen zu finden, wo wir Gastfreiheit forderten und auf Stroh übernachteten. Am anderen Tage wanderten wir denn wieder hinab an den Meeresstrand um das Vorgebirge Perth herum und über Selin und Lanken endlich nach Bergen wieder hinauf. Dieser Weg war so recht bezeichnend für die rügensche Natur. Still und träumerisch, wie eine altschottische Ballade. Zur Rechten das Meer, oft weit hinaus am Strande mit unzähligen Granitblöcken bestreut, welche urweltliche Fluten mit ihrem alten Eise einst von Skandinavien herüber auf diese Küsten geführt haben. Dazwischen auf die Fischerjollen einfache hölzerne Landungsbrücken, weit hinausgebaut, oder lange Linien von Netzen, zum Trocknen aufgehangen. Zur Linken stiegen dann die gelben Lehmwände von Perth auf oder streckten sich Dünen von weißem Sand, mit der violettblühenden Mannestreue und Weidenbüschen verziert, weit an der Küste daher.